Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Neuzugänge für den Monat Mai für euch. Aber bevor es losgeht, wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ihr wisst ja, ich stelle euch Bücher vor. Die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, meine Neuzugänge Mai 2021. Oje, oje. Schon wieder ein Riesenberg. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hatte auch Geburtstag. Ich habe also was geschenkt bekommen. Ich habe Gutscheine bekommen und auch Geld bekommen, die ich dann eingelöst habe. Und somit ist es zu dieser Fülle ja, an neuen Büchern gekommen. Ja, ich denke, wir starten sofort. Das erste Buch, was ich geschenkt bekommen habe, ist von Brigitte Riebe. Das ist der erste Teil einer Trilogie und heißt Die Schwestern vom Kudamm, erster Teil Jahre des Aufbruchs. Das Buch ist im Roro Taschenbuch Verlag erschienen. Es gibt es auch als Hardcover. Und ja, diese Reihe spielt in den 50er Jahren und zwar in Berlin. Die Geschichte startet im Mai 1944. Ja, die Stadt liegt in Trümmern und natürlich auch die Seelen der Menschen. Und das Kaufhaus Thalheim am Kudamm ist zerstört. Die drei Schwestern Rike, Silvi und Florentine sind natürlich ja, betreten und stehen halt vor der Ruine des Kaufhauses. Und die älteste von ihnen hat einen Traum. Sie will das Kaufhaus wieder aufbauen und mit raffinierten Stoffen und neuen Modellen und Kreationen ja, wieder Farbe in das Nachkriegs-Berlin bringen. Doch die neuen Zeiten bringen auch neue Probleme. Eines Tages kommt nämlich ein dunkles Geheimnis zutage. Und ja, das wirft das Kaufhaus in ein nicht so gutes Licht. Und die Schwestern müssen halt erkennen, dass wohl die Vergangenheit doch noch nicht so ganz abgeschlossen ist. Ja, ich freue mich auf dieses Buch. Dieses Buch habe ich von meiner Schwester bekommen. Tini, nochmal vielen herzlichen Dank für das tolle Geburtstagspaket, was ich erhalten habe. Ich freue mich riesig und natürlich auch auf dieses Buch. Entschuldigung. Das nächste Buch ist von Sam Lloyd, ein Thriller und heißt Der Mädchenwald. Ich habe dieses Buch in dem Video drei Bücher die vorgestellt. Vielleicht schaut er da mal rein, das war mein letztes Video. Da ging es halt um Bücher, die spannend klingen. In diesem Buch geht es um Elijah. Elijah ist ein Einzelgänger, der mit seinen Eltern in einer Hütte im Wald lebt. Er kennt kein Handy, er kennt kein Internet. Und er weiß auch, dass es nicht richtig ist, dass im Keller ja, Mädchen versteckt sind. Und er weiß genau, wenn er darüber spricht und Licht in dieses Dunkel bringt, dann hat das immense Folgen für sein Leben. Auf der anderen Seite haben wir Eliza. Sie befindet sich im Mädchenwald. Sie ist angekettet in einem Raum. Und sie weiß, dass sie nur fliehen kann mit Hilfe von Elijah. Jeden Tag, wenn er kommt, versucht sie, sein Vertrauen zu gewinnen, aber Elijah ist schlau und er hat längst angefangen, sein eigenes Spiel zu spielen. Und eines Tages sagt er auch zu ihr, wenn du, ja, du bist doch gerade erst angekommen, warum willst du denn dann schon wieder weg? Also dieses Buch verspricht richtige Spannung und ich freue mich riesig auf dieses Buch. Das nächste Buch, das habe ich mir von einem Gutschein gekauft. Das ist von Carsten Henn und heißt Der Buchspazierer, ist im Pendo Verlag erschienen. Und das ist so ein Buch, was auch schon ganz viele gelesen haben. Hinten drauf steht ein Buch zum Einkuscheln, ein Buch, das wärmt und Zuversicht spendet. In diesem Buch geht es um Karl Kolloff. Er hat ganz besondere Kunden, denn er ist Buchhändler und er bringt den Leuten immer die bestellten Bücher nach Feierabend nach Hause, abends eben nach Geschäftsschluss. Und ja, auf seinem Spaziergang durch die Gassen genießt er es im Grunde genommen, den Menschen die Bücher zu bringen.
diese Menschen sind auch sowas wie Freunde fast für ihn und er ist halt auch eine wichtige Verbindung für diese Leute. Aber eines Tages widerfährt ihm ein Schicksalsschlag und es stellt sich natürlich die Frage, ob er die Macht der Bücher und mit Hilfe eines ebenso klugen und vorlauten Mädchens, ob er da sein Glück wiederfindet. Also es soll eine ganz tolle Geschichte sein. Es geht um Bücher und ja, ich freue mich drauf. Dann habe ich was Außergewöhnliches gefunden. Und das Buch ist von Naoko Abe und heißt Hanami. Die wundersame Geschichte des Engländers, der den Japanern die Kirschblüte zurückbringt. Es ist, glaube ich, angelehnt an einer wahren Begebenheit. Diesen Botaniker soll es wirklich gegeben haben. Er heißt Collingwood Ingram, ist ein junger britischer Botaniker. Und der ist 1902 das erste Mal nach Japan gereist. Und dort verliebt er sich einfach in die Kirschblüten des Landes. Aber in Japan ist es so, das ganze Land ist ja, auf dem Weg der Modernisierung. Das nennt sich Meiji-Zeit. Und die ganzen Kirschbäume werden rücksichtslos abgeholzt. Und Ingram, ja, gelingt es, eine einzigartige Sammlung verschiedener Pflanzen zusammenzutragen und die nimmt er mit nach England und pflanzt die in seinen Garten, damit diese Pflanzen überleben können. Aber er schwört, dass er eines Tages diese Pflanzen dem Land zurückgeben möchte und ja, das hält ihn auch aufrecht und ich glaube, er wird sogar 100 Jahre alt und versucht halt, seinen Schwur wahrzumachen. Hinten drauf steht, ein tief bewegendes Buch, wunderschön geschrieben und enorm gut recherchiert. The Spectator. Also das klingt mal auch nach einer richtig schönen Geschichte. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, kostet 23 Euro. Und mich hat das einfach angesprochen, weil so Kirschblüten finde ich auch wunderschön, wenn man da, es gibt ja irgendwo in, ich weiß gar nicht, Düsseldorf oder Berlin, irgendwo in einer Stadt gibt es eine Allee, wo diese Kirschblüten sind. Und einmal im Jahr ist das so eine Pracht, dass von überall auf der Welt ja Leute da hinkommen und dort Fotos machen. Also, ich bin gespannt, ja, was dieser Roman mir bringt und bietet und freue mich drauf. Dann habe ich mir noch dieses Buch im Eisele Verlag gekauft. Ich wollte das Buch eigentlich schon lange haben. Das ist von Nell Lishon und heißt Die Farbe von Milch. In diesem Buch geht es um die 15-jährige Mary. Die wächst auf einem Bauernhof und ist harte Arbeit gewohnt und auch Entbehrung. Aber als sie 15 wird, wird sie ja praktisch in das Haus des Dorfpfarrers geschickt, um dort im Haushalt zu helfen und sich um die kranke Frau zu kümmern und ihr Gesellschaft zu leisten. Und da fängt es an, dass ihr Leben eine andere Wendung einnimmt. Denn ja, sie kommt mit ganz anderen Sachen in Berührung. Aber irgendwann nimmt das Schicksal wieder eine Wende, denn die Frau des Pfarrers stirbt und sie ist nur noch alleine mit dem Pfarrer. Und ich bin gespannt, was diese Geschichte für mich bereithält. Ja, ich finde das Buch auch sehr schön von der Aufmachung her und freue mich eigentlich auf dieses Buch. Es ist auch nicht sonderlich dick. Ich glaube, das kann man auch eigentlich relativ schnell lesen. Ja, und dann habe ich mir von meinem Geburtstagsgeld ein Buch gekauft. Das habe ich bei den Buchvorstellungen von der Gabi Siefke gesehen und das hat mich sofort angesprochen. Es ist von Carla Montero und heißt Der Wildblütengarten. Das Buch ist in Blanc Vallée erschienen und ja, es kostet 20 Euro. Und das ist wieder so eine Geschichte, die was für mich ist. Es startet in Italien,
Es geht um ein Familiengeheimnis und eine Frau ist auf den Spuren ihrer Urgroßmutter und stößt dabei auf einen prächtigen Garten in Ligurien. Mittelpunkt dieser Geschichte ist die 35-jährige Gianna Verelli. Als ihre Großmutter stirbt, ist sie tief erschüttert. Und seit dem Tod ihrer Eltern war ihre Großmutter eigentlich ja sowas wie eine zweite Mutter für sie. Es war ihr Ein und Alles. Und sie hat ihr immer ganz viele Geschichten erzählt und vor allen Dingen auch über ihre geheimnisumwobene Urgroßmutter Anise, die eines Tages im Jahr 1919 ja, in Barcelona strandet und dort eigenhändig das familiengeführte Delikatessengeschäft oder so einen Delikatessenladen eröffnet. Und ja, eines Tages findet Gianna ein Tagebuch von ihr und einen Schlüssel und schließt sich auf den Weg zu machen, um den Spuren ihrer Urgroßmutter zu folgen. Ja, und das Ganze spielt dann auch noch in Italien. Und es gibt eine tragische Geschichte und ach, also ich muss sagen, als die Gabi das Buch vorgestellt hat, habe ich sofort gesagt, so, das Buch hole ich mir auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr schön, schon alleine vorne das Bild auch drauf. Also praktisch, ja, da kriegt man doch schon wieder, ach, Herzflattern, Italien, Blüten, Seen und ich bin gespannt. Ja. So, dann habe ich ein Buch mir gekauft, das gab es irgendwo, ich glaube bei der Meierschen gab es das irgendwie günstiger und das habe ich auch schon bei etlichen auf YouTube gesehen. Das ist von Iris Wolf und heißt Die Unschärfe der Welt aus dem Klett-Cotta Verlag. Das Buch war letztes Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mich da erwartet. Ich weiß nur, dass es irgendwie um 7 Menschen geht, die miteinander verwandt und verknüpft sind. Und ja, hinten drauf steht, es gab Sehnsucht nach etwas, das verloren war. Sehnsucht nach etwas, das sich nicht erfüllt hatte. Sehnsucht danach, etwas zu finden. Und manchmal auch danach etwas zu verlieren. Ja, hier steht, Iris Wolf erzählt die bewegende Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie sich selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über Menschen aus 4 Generationen, die auf bedrückend poetische Weise Verlust und Neuanfang miteinander in Beziehungssitz. Also ich muss sagen, das klingt schon recht interessant. Es geht ja, wie gesagt, wieder um eine Familie, um verschiedene Generationen und ich lasse mich überraschen. Unten steht auch noch was Dennis Scheck gesagt hat. Eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl. Also scheint es ja auch noch um richtig schöne Sprache zu gehen. Ich bin gespannt. So, und dann habe ich wieder was Spannendes für euch. Das habe ich auch bei 3 Bücher die vorgestellt. Und zwar geht es um Val McDermott, Echo einer Winternacht. Diese Geschichte spielt im schottischen Universitätsstädtchen St. Andrews. 1978 befinden sich 4 Studenten auf dem Rückweg zu ihrem Studentenwohnheim. Sie nehmen eine Abkürzung über den Friedhof und fliegen förmlich über eine erstochene Frau, für die jede Hilfe zu spät kommt. Und diese Bluttat, die da passiert ist, dieser Verdacht lastet die ganze Zeit auf diesen 4 Männern. Und 25 Jahre später nimmt irgendjemand Rache, denn einer der ersten oder der erste von diesen 4 wird auf brutale Weise umgebracht, nämlich bei einem Brand, und kurze Zeit später der zweite. Und dieser Albtraum nimmt seinen Lauf und die Polizistin Karen Pyrie, die ist zuständig für Cold Cases, die will das Ganze um jeden Preis stoppen, denn schließlich sind ja noch 2 über, die umgebracht werden können. Also ich denke mal, dieses Buch wird richtig spannend werden. Val McDermott kann super schreiben. Es könnte sogar auch ein bisschen düster werden, diese Geschichte. Hier vorne steht,
Wie Val McDermott die schleichende Bedrohung der hilflosen Studenten durch eine aufgebrachte Öffentlichkeit schildert, wie sie die Schlinge der Bedrohung immer enger um jeden Einzelnen zieht, wie sie ihre Freundschaft am Druck von außen und Charakterschwäche von innen zerbröckeln lässt, ist meisterhaft erzählt. Das sagt die Welt. Ja, ich freue mich auch auf dieses Buch, denn das klingt wirklich spannend. Dann habe ich noch was Historisches, was ein bisschen spannend ist. Und zwar ist das von Susanne Goga, Das Geheimnis der Themse. Ich habe schon mal vor einigen Jahren von Susanne Goga ein Buch gelesen. Und zwar war das Das Haus in der Nebelgasse. Das spielte auch in London. Und das war so spannend. Ich weiß, dass ich das damals förmlich verschlungen habe. Ja, diese Geschichte spielt in London 1894. Zwei Jahre nach einer Hochzeit liegt ein Schatten auf dem Glück von Charlotte und Tom Ashton. Beide wünschen sich nicht sehnlicher als ein Kind, aber ja, es steht viel Unausgesprochenes zwischen ihnen, eben durch diese Kinderlosigkeit. Und da kommt ein spannendes Buchprojekt rein, denn ich glaube, Tom soll ein Buch schreiben über die magischen Orte Londons. Und das bringt die beiden wieder unverhofft näher, denn er bittet seine Frau, ihm zu helfen, zu recherchieren. Aber die beiden geraten auch an einen Leichenfund in der Themse und dadurch mit in tödliche Gefahr. Denn die beiden recherchieren ja und kommen dem Geheimnis wohl immer näher. Susanne Goga schreibt richtig gut, sie schreibt sehr spannend und ich freue mich auch wieder auf dieses Buch. Denn ich weiß, dass damals das Haus in der Nebelgasse ja sensationell gut war. Also ist hier auch wieder, ich glaube, Spannung pur gegeben. Ja, Susanne Goga, Das Geheimnis der Themse. So, und dann habe ich gebraucht ein Buch bekommen. Ich glaube von Rebuy. Von Amélie Nothomb. Dieses Buch wollte ich unbedingt lesen. Und eine Zeit lang war es sehr schwer, dieses Buch zu bekommen, denn dieses Buch nimmt eigentlich unter die Lupe diese Sensationslust, die Menschen heutzutage haben. Diese ganzen Reality-Formate, dass man sozusagen den Menschen über die Schulter guckt. Da gibt es ja einige Projekte im Fernsehen. Aber in diesem Fall ist es so, dass ein Konzentrationslager nachgespielt wird und jeden zweiten Tag können die Leute per Telefon und Fernbedienung sozusagen wählen, wer da zum Tode verurteilt wird. Weil es werden, glaube ich, immer zwei Leute sozusagen getötet. Also das klingt ja schon mal äußerst interessant. Und das ist auch so eine richtige Satire, denn diese Lust an Spektakel und Exhibitionismus und Voyeurismus ist ja doch sehr groß in den Medien. Ne? Denn es gibt immer mehr Sachen, wo man direkt dabei ist und die Leute jeden Tag beobachten kann, was sie treiben. Ich sag mal nur, Big Brother is watching you. Und ich finde es aber so schockierend, dass es halt ein Konzentrationslager ist. Es ist kein dickes Buch, aber sie schreibt ja immer sehr spannende Themen und es ist auch relativ groß geschrieben. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Amélie Nothomb, schreibt über ganz bewegende Themen und sie soll auch so ein Gespür dafür haben, also die Sachen auf den Punkt zu bringen. Ich bin gespannt, wie dieses Thema angegangen wird, und ich denke, das wird auch einer der nächsten Bücher sein, die ich lesen werde. So, dann habe ich noch was aus dem Diogenes Verlag, das neue Buch von Ingrid Noll. Kein Feuer kann brennen so heiß. Da geht es um eine Altenpflegerin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob hier drin steht, wie sie heißt. Sie ist nicht schön. Lorina. Sie ist 30 Jahre alt und ist etwas plump und ungeschickt und sie hat den Beruf der Altenpflegerin gewählt und sie geht in einen privaten Haushalt,
und kümmert sich dort um die pflegebedürftige Frau Alsfeld. Und das ist natürlich auch finanziell ein Glücksfall für sie, denn sie wird gut bezahlt. Und dort gehen auch ganz viele Masseure ein und aus, deren Hände nicht nur heilen, sondern auch erotisieren. Und ja, und Pudel sorgt noch für Leben in der Bude. Und als Lorinas ungewollt schwangere Schwester ausgerechnet dort hinkommt und zurücklässt, da ist das Chaos perfekt. Ja, ich glaube, für die alte Dame wird es ein Glücksfall sein, dass da so viel Trubel in ihrer Bude ist. Aber es gibt da noch einen Großneffen, der aufs Erbe lauert. Also denke ich mal, wird vielleicht noch ein Mord passieren. Wir werden es sehen. Ingrid Noll, kein Feuer kann brennen, so heiß. Und dann habe ich mir noch ein Buch zugelegt, das finde ich sehr interessant. Romalyn Tillman, die Bücherfrauen, im Fischer Verlag erschienen. Das Buch kostet 22 Euro. Dieses Buch spielt in der Kleinstadt in Kansas, in Priory Hill. Und nach dem Tornado, steht eigentlich nur noch die Fassade der Bibliothek. Die Geschichte dreht sich um drei Frauen, nämlich einmal um Angelina, die kehrt zurück, um ihre Doktorarbeit an diesem magischen Ort ihrer Kindheit zu Ende zu bringen. Die hat die Liebe zum Lesen von ihrer Großmutter Amanda bekommen, sozusagen. Und es geht noch um Tracy, die macht aus Müll Kunst. Und die ist auf der Flucht vor ihrem New Yorker Vermieter und sie erhält die Einladung als Gastkünstlerin und macht sich auch auf den Weg nach Kansas. Dann gibt es noch Gail, die hat auch alles verloren. Die hat einen kostbaren Kilt, der die über Generationen in ihrer Familie weitergegeben worden ist, bei dem Brand wohl verlassen. Und sie weiß auch nicht so richtig, was jetzt aus ihr werden soll, aus der Stadt und aus der Heimat. Und im Kulturzentrum der Bibliothek begegnen sich die drei Frauen. Und alle drei stehen nun an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Und ich denke mal, sie werden sich gegenseitig helfen, wieder praktisch ihr Glück zu finden. Hinten drauf steht: ein warmherziger Roman über den Wert der Gemeinschaft, eine inspirierende Geschichte über Frauen aus heutigen und vergangenen Zeiten. Library Review Journal hat das gesagt. Also das klingt auch nach einer Geschichte für mich. Drei Frauen, deren Wege sich kreuzen und die auch wieder Schicksalsschläge haben und praktisch wieder glücklich werden müssen. Also das ist auch ein Buch, auf das ich mich sehr freue. Ja, und last but not least, auch ein Buch, das sich in den drei Büchern, die spannend klingen, vorgestellt haben. Es ist von Roxane Bouchard, Der dunkle Sog des Meeres. Diese Geschichte spielt an der Küste Kanadas in einem kleinen Örtchen Kaplan. Die junge Catherine Day kommt dort an, weil sie ihre Mutter sucht, aber es dauert nicht lange und ihre Mutter wird in einem Fischernetz tot aufgefunden. Auf der anderen Seite ist der Surgeon Joaquin Morales von der Großstadt in das kleine Küstenstädtchen gezogen und er hofft sich dort ein bisschen mehr Ruhe. Und anstatt seine Kisten auspacken zu können, schlittert er praktisch sofort in diesen Fall hinein. Und in der Großstadt war es so, dass man den Leuten schon mal schnell seine Regeln aufdiktieren kann, aber in so einem kleinen Fischerdörfchen, da läuft alles anders. Und die Verhöre driften so ein bisschen in Plaudereien ab, Beweise treiben mit den Gezeiten davon. Und schon bald muss Morales erkennen, dass sich in diesem kleinen Örtchen die Leute nicht so einfach seinen Regeln unterwerfen. Hinten drauf steht: so gut, dass sie sofort ihre Tasche packen und an die See fahren möchten. Journal de Montreal. Ja, und das ist wieder was für mich. Also ich liebe die See, das Meer und
Ich hoffe mal, dass dieser maritime Flair auf mich übergeht, weil ob wir im Sommer jetzt in Urlaub fahren können, ist ja noch fraglich. Und ich kann wahrscheinlich mein geliebtes Dänemark und die Küste wieder nicht sehen. Aber durch so eine spannende Geschichte wird mir das doch zumindest so ein bisschen näher gebracht. Ja, ich freue mich auf dieses Buch. Ich denke, es wird auch ein etwas ruhigeres Roman sein, aber nichtsdestotrotz wird meine Seele bestimmt dahin schmelzen und ja, gen Meer fliegen. So Leute, das war mein Riesenberg an Neuzugängen. Es ist schon fast ein XL-Neuzugänge-Video. Aber wie gesagt, zu meiner Verteidigung, ich hatte Geburtstag, ich habe ein paar geschenkt bekommen, ich habe Gutscheine eingelöst und auch Geburtstagsgeld. Und ich freue mich wie wild auf diese Bücher. Die Sonne ist da, wir haben heute Bombenwetter. Das heißt, ich werde mich gleich noch raussetzen und ein Stündchen in der Sonne lesen. Darauf freue ich mich sehr. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.